Kaum ist der kürzeste Monat des Jahres vorbei, startet der März direkt wieder mit einer fetten Sale-Aktion im PlayStation Store. Im Mega March gibt es nämlich mega viele Spiele für mega wenig Geld. Und weil das eben so mega viele Games sind, die wir euch hier kurz vorstellen wollen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt rein. Und zwar mit Jedi Fallen Order. Auf das Action-Adventure aus dem Jahr 2019, das kürzlich sogar erst Einzug in unsere Top 5 Star Wars PlayStation Games erhalten hat, gibt's satte 90% Rabatt. Trifft sich besonders gut, weil der Nachfolger Jedi Survivor ja quasi schon in den Startlöchern steht und im Mai von uns gezockt werden will. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr Jedi Fallen Order unbedingt nachholen solltet, falls ihr es bisher nicht gespielt habt, und warum wir uns auf den Nachfolger freuen, könnt ihr euch gerne in unserer Star Wars Top 5 ansehen. Den Link dazu findet ihr jetzt oben in der Box. Gleiches gilt für LEGO Star Wars die Skywalker Saga. Auch das kam in unserer Top 5 vor und ist wohl eines der umfangreichsten, wenn nicht sogar das umfangreichste Spiel aus dem Star Wars Universum, wenn es um das spielerische Nachempfinden der gesamten Story aus den Filmen geht. Und die Galactic Edition setzt da sogar noch einen oben drauf. Die liefert euch nämlich zusätzlich noch 13 Zusatzpakete mit allerlei Charakteren aus den Spin-offs Rogue One und Solo, sowie aus Serien wie The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor oder The Book of Boba Fett. Da gibt's also die volle Star Wars Experience direkt auf eure Konsole. Wer keinen Bock auf Star Wars hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das oder sowas ähnliches, zumindest sagte ja schon Karl Lagerfeld. Aber anstatt euch zu verurteilen, gibt's natürlich jede Menge Ausweichprogramm. Wenn ihr zum Beispiel eher Bock auf sportliche Betätigungen in virtueller Form habt, ist vielleicht eines der folgenden Games eher was für euch. Da hätten wir zum Beispiel Riders Republic im Angebot. Das gibt's gleich in zweifacher Ausführung im Mega March. Zum einen in der Deluxe Edition, die euch neben dem Hauptspiel noch jede Menge kosmetische Zusatzinhalte bietet, damit ihr während eurer Mass Online Multiplayer Stunt Show auch noch ordentlich stylisch ausseht, wenn ihr noch stylerische Tricks und waghalsige Manöver abzieht. Zum anderen aber auch in der Gold Edition, die euch neben 8 exotischen Zusatzpaketen auch noch die BMX-Erweiterung bereitstellt. Also schnappt euch Fahrrad, Wingsuit, Ski oder Snowboard und zeigt den anderen Leuten auf dem Server, was ihr drauf habt. Weniger waghalsig, aber ebenso sportlich geht's auch in FIFA 23 zur Sache. Über FIFA brauchen wir euch vermutlich gar nichts mehr erzählen. Die Reihe gilt schließlich seit Ewigkeiten als die absolute Speerspitze in Sachen digitalem Fußball. Auf die Ultimate Edition gibt's mal eben 60% Ersparnis, also ran an die Pille und gut Fuß. Apropos Fuß, habt ihr schon mal von Session Skate Sim gehört? Nee, das hat nichts mit die Sims oder so zu tun, sondern eher mit Tricks, Rails und Knochenbrüchen. Und in dieser Skate-Simulation steuert ihr die Füße eures Skaters oder eurer Skaterin tatsächlich jeweils einzeln. Klingt kompliziert und schwierig? Ist es auch. Session ist wohl die realistischste Umsetzung des Lifestyle-Sports, die es überhaupt gibt. Das hat wirklich gar nichts mehr mit den Tony Hawk Games zu tun. Keine nahezu unendlichen Kombos oder sonstiger Arcade-Kram. Hier könnt ihr froh sein, wenn ihr einen Kickflip landet. Hard to learn, even harder to master ist hier die Devise. Aber wenn man diese Herausforderung erst einmal meistert, entwickelt das Game eine Faszination und einen Flow, den wir seit Skate 1 bis 3 nicht mehr erleben durften. Okay. Sport ist auch nicht so euer Ding? Ihr seid eher Workaholics? Wie wär's dann mit halbwegs entspannter Digitalarbeit? Zum Beispiel im Director's Cut von Death Stranding. In Hideo Kojimas aktuellstem Spiel, für dessen Hauptcharakter Norman Reedus, unter anderem bekannt als Daryl in The Walking Dead, herangezogen wurde, seid ihr im Grunde sowas wie ein Future-Postbote. In einer riesigen, lebensfeindlichen Open World versorgt ihr Kolonien und versucht diese miteinander zu vernetzen. Dabei stehen euch unsichtbare Schattenmonster im Weg, die euch richtig ans Leder wollen. Mit der Digital Deluxe Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch noch allerlei Gimmicks wie Avatar-Sets, kosmetische Zusatzinhalte, ein digitales Artbook und den Soundtrack obendrauf. Wenn ihr keinen Bock habt, zu Fuß unterwegs zu sein, sondern eher auf schweres Gerät steht, ist vielleicht SnowRunner euer Ding. Das Spiel, in dem ihr mit riesigen Fahrzeugen extrem schwer befahrbares Gelände meistern müsst, haben wir euch ja schon mehrfach ans Herz gelegt. Die Mischung aus schweren Maschinen und atemberaubender Natur, die es zu bezwingen gilt, macht den Reiz dahinter aus. Offroad Simulation at its best, sozusagen. Wie jetzt? Immer noch nichts dabei? Na gut, dann die harten Geschütze in Form von Chaos, Action und Ballerei. Dann macht euch echt auf was gefasst. In Doom Eternal mäht ihr euch durch Dämonen und Monster direkt aus der Hölle. Futuristische Waffen, Strafe-Jumping, zersplitternde Gegnerhorden, eine Kettensäge, Kill-Animation und ein Bomben-Soundtrack, der ebenso ballert wie ihr mit eurem vielseitigen Waffenarsenal. Da kann Rambo echt einpacken. Zu blutig? Zu höllisch? Zu 3D? Dann versucht euch doch mal mit Metal Slug 3.
Ein kleiner Geheimtipp meinerseits, den ich Anfang der 2000er im Familienurlaub noch auf einem Neo Geo Arcade-Automaten gezockt und dabei mein gesamtes Taschengeld verbraten habe. Ach ja, good times. Mittlerweile gibt's das 2D Run-and-Gun-Game zum Glück auch für die PlayStation und kostet nicht 50 Pfennig für drei Leben. Kann ich an dieser Stelle daher sehr empfehlen, weil es kurzweiligen Spaß bietet, schick designt ist, herausfordernd, aber nicht unmöglich daherkommt und zusätzlich auch im Koop gezockt werden kann. Nicht blutig genug? Nicht höllisch genug? Nicht 3D genug? Ihr seid aber auch wirklich schwer. Dann halt wieder zurück zur actiongeladenen 3D-Zombie-Ballerei in Dying Light 2. First-Person-Action-RPG in der Zombie-Apokalypse samt Parkour-Elemente und jede Menge Gewalt. Im Grunde ein bisschen wie Doom Eternal, nur halt umgekehrt. Hier geht's nicht hinab in die Hölle, hier kommt die Hölle zu uns auf die Erde. Und was für die einen die Hölle auf Erden ist, ist für uns Gamerinnen und Gamer natürlich ein Spielplatz voller Möglichkeiten, auf dem wir den Gegner voller Freude unser Schäufelchen in die Fresse hauen können. Wenn jetzt immer noch nichts für euch dabei war, haben wir gleich noch ein paar schnelle Empfehlungen für euch. Aber wie immer gilt, schaut euch doch gerne im PlayStation Store in der Rubrik Mega March um und haut auch eure Empfehlungen zu uns in die Kommentare. Aber nun die sonstigen Empfehlungen. Da hätten wir zum Beispiel Saints Row, Outlast 2, Callisto Protocol, Call of Duty Modern Warfare, The Witcher 3 Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Tom Clancy's Ghost Recon und. Bei welchem Game schlagt ihr dieses Mal zu und was zockt ihr im März noch durch? Ab in die Kommentare damit, lasst gerne ein Like fürs Video da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!